So, herzlich willkommen zurück zu unserer Veranstaltung Gesellschaftsrecht Vertiefung Römisch 2 GmbH-Recht. Wir haben letzte Woche uns ganz grob angeguckt, warum die GmbH so wichtig ist und wofür man sie benötigt. Diese Woche beschäftigen wir uns mit einem besonders spannenden, praxisrelevanten Thema, nämlich mit dem Gesellschaftsvertrag oder, wie manche Leute auch sagen, mit der Satzung. Das Gesetz spricht von Gesellschaftsvertrag, aber die Aktienrechtler lieben das Wort Satzung. Nächste Woche kommt in diese Vorlesung Herr Dr. Krämer von der Deutschen Telekom. Der ist da Rechtsvorstand und der kennt sich mit Corporate Governance aus. Und der wird hier Ihnen erklären, wie die Hauptversammlung in einem DAX-Unternehmen abläuft. Nun wissen Sie alle, dass es keine GmbH ist, die Deutsche Telekom, sondern eine Aktiengesellschaft. Aber auch das ist Gesellschaftsrecht Vertiefung. Und vor allen Dingen haben Sie dadurch auch eine gewisse Kenntnis, wenn Sie dann auch zur echten Hauptversammlung der Telekom hingehen und sind dann als Insider gleich mit dabei und können die Würstchen viel besser genießen. Sie können ja fragen, was es zu essen gibt, wenn da ganz begeistert ist. Das aber nächste Woche. Wir fangen ganz basic an. Was ist eigentlich ein Gesellschaftsvertrag und wie und wer macht den? Und als kleinen Hintergrund, im Aktienrecht haben wir bekanntlich eine Regelung, 23 Absatz 5, die sagt, ich kann nur vom Gesetz abweichen, wenn das ausdrücklich erlaubt. Im GmbH-Recht haben wir hingegen völlige Vertragsfreiheit. Das heißt, Sie können in Ihren Gesellschaftsvertrag grundsätzlich reinschreiben, was Sie wollen, soweit dadurch nicht Außenstehende benachteiligt werden. Gestaltungsfreiheit hat Vor- und Nachteile. Der Hauptnachteil ist, dass Gestaltungsfreiheit sehr viel Geld kostet. Denn entweder Sie müssen sich schon bei der Gründung gut beraten lassen, vom Anwalt, vom Steuerberater oder vom Notar, was Geld kostet, oder Sie müssen hinterher, wenn Sie feststellen, dass der Vertrag schlecht ist, eine Änderung erreichen, für die Sie dann eine qualifizierte Mehrheit brauchen, wo dann jeder meint, seine querulatorischen Ansichten durchzusetzen. Das heißt, Gestaltungsfreiheit klingt auf dem Papier gut, ist in der Praxis aber recht schwer umzusetzen. So, fangen wir mal an mit dem harmlosen Teil. Wenn Sie eine GmbH gründen wollen, wo gucken Sie dann hin? In welches Gesetz? Ja, ins GmbH-Gesetz. Und wo steht, was Sie im Gesellschaftsvertrag regeln müssen? Das ist nicht schwierig. Ja? Paragraph 3. Paragraph 3 regelt den Mindestinhalt. Sie können das auch am praktischen Beispiel sich angucken. Wenn Sie sich das Musterprotokoll ansehen, was als Anhang zum GmbH-Gesetz beigefügt ist, das hat genau für diese Pflichtangaben jeweils so Lücken, wo Sie dann die jeweiligen Texte ergänzen können. Ganz am Ende vom GmbH-Gesetz finden Sie einen Anhang, da ist das Musterprotokoll. Was sind das für Angaben? Absatz 1 regelt Firma und Sitz, Gegenstand des Unternehmens, Stammkapital und die jeweiligen Geschäftsanteile. Das heißt, muss enthalten, die haben keine Wahl, sie müssen diese Angaben machen, Firma, Sitz, Gegenstand, Stammkapital und Geschäftsanteile. Das kriegen Sie relativ schnell hin, zum Beispiel in einem Paragraphen 1, die Firma der Gesellschaft lautet Kunsthandwerk Larifari GmbH, Sitz der Gesellschaft ist Bonn, das kriegt jeder hin, da kann man nicht viel falsch machen. Firmenrecht kennen Sie auch alle schon aus dem dritten Semester im Handelsrecht. Eine Firma muss Kennzeichnungskraft besitzen und das bedeutet, dass sie aussprechbar ist. Wir kennen alle Negativbeispiele, zum Beispiel die A.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 
unzulässig sein soll eine Firma, die nur aus Smileys besteht, also zum Beispiel Doppelpunkt, Minus, Klammer auf, weil es auch nicht aussprechbar ist, kann ich sagen Lach-Smiley-Firma oder sowas. Auch nicht zulässig sind Firmen mit dem Ad-Zeichen, wobei da ist es schon umstritten, ob sie das sozusagen als Ad aussprechen können oder als A oder als Klammeraffe. Das heißt, da gibt es einen Meinungsstreit sogar. Dann müssen Firmen unterscheidbar sein. Was bedeutet Unterscheidbarkeit? Ganz einfach, Sie können nicht dieselbe Firma nehmen, die ein anderes Unternehmen am selben Ort hat. Wenn Sie also in Bonn ein Unternehmen gründen wollen, das heißt Haribo GmbH, dann haben Sie ein Problem, denn das ist dann verwechslungsgefährdet. Sie können es auch nicht Hariba nennen wahrscheinlich oder Haribi, weil auch das noch verwechslungsgefährdet ist. Ist ein bisschen wie im Markenrecht. Dann dürfen Sie nicht irreführen, auch das nicht so spektakulär. Wenn Sie sich Worldwide International Incorporated nennen, dann müssen Sie auch irgendwas Internationales machen und können keinen Kiosk betreiben. Ja, das ist relativ unspektakulär. Oder wenn Sie sich nennen, zum Beispiel Rechtsanwalt-Expertenclub und das nur Studenten sind, ist auch schlecht. Ja? Es gibt die Regelung, wenn die Firma nach einer Person benannt ist, zum Beispiel Dr. Oetker oder Klaus Hipp, dann dürfen Sie den Namen weiterführen, auch wenn die Person tot ist oder nicht mehr dabei ist. Der Name bleibt am Unternehmen haften, weil sonst das Ganze halt schwierig wäre, den Leuten zu verkaufen. Das GmbH-Gesetz regelt all diese Vorgaben nicht, die finden Sie im HGB. Im GmbH-Gesetz finden Sie nur den Rechtsformzusatz. Wenn Sie in § 4 gucken, steht da drin, Sie müssen irgendwie mit beschränkter Haftung ausdrücken. Sie kennen das zum Beispiel in dem Fall, dass da GmbH hintersteht. Manchmal steht da auch nur MbH, wenn das Wort Gesellschaft schon im ersten Wort drin ist. Da gibt es verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. Schikanös bei 5a, habe ich Ihnen letzte Woche schon gesagt, da steht drin, ausgeschrieben Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt oder abgekürzt UG, Klammer auf, haftungsbeschränkt. Das Wort haftungsbeschränkt darf nicht abgekürzt werden. Das muss also in der Firma auftauchen und damit auch auf allen Geschäftsbriefen und bei allem, was wichtig ist. Das macht es ein bisschen sperrig auf den Visitenkarten. Sitz, auch relativ witzlos. Der Sitz spielt eine Rolle in der ZPO, weil Sie können ein Unternehmen da verklagen, wo es seinen Sitz hat. Weiterhin können Sie das auch im Europarecht. Wenn ein Unternehmen also seinen Satzungssitz in Bonn hat, spielt es keine Rolle, wenn es dann nur im Register steht und alle Büros in London sind. Sie können es in Bonn verklagen. Die zweite Regelung, wo es eine Rolle spielt mit dem Sitz, ist, grundsätzlich haben die Gesellschaftsversammlungen da stattzufinden, wo der Sitz ist. Das wird hergeleitet aus 121 Absatz 5 Aktiengesetz analog. Aber da wir in der GmbH sind, kann man auch sagen, ich mache die ganz woanders. Ich mache die immer auf Mallorca, weil es da so schön sonnig ist. Sie können da also machen, was Sie wollen, ganz anders als in der AG. Sitz in dem Sinne meint den Satzungssitz. Da schreiben Sie einfach irgendwas rein. Suchen Sie sich eine schöne Stadt in Deutschland raus. Es muss irgendein bestimmter Ort sein. Das ist der Ort, wo Sie im Register stehen. Wenn Sie da zum Beispiel Düsseldorf reinschreiben, dann dauert die Eintragung länger, als wenn Sie zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwas in Bayern reinschreiben. Sagen wir Passau. Warum? Weil die Düsseldorfer besonders langsam sind und alle anderen schneller sind. Also danach kann man sich orientieren. Wichtig ist, Sie können nicht eine beliebige Stadt der Welt nehmen, Sie können nicht reinschreiben New York oder Paris, sondern es muss in Deutschland sein. Warum? Weil deutsche Gesellschaften nur in deutschen Registern stehen können. Dafür zu unterscheiden ist der Verwaltungssitz. Das ist da, wo Sie wirklich Ihre Geschäftsführung haben oder Ihre Gesellschaftsversammlung. Das können Sie überall haben. Das steht in der Satzung im Zweifel gar nicht drin. Sie können Ihre Büros in London haben, obwohl Sie ausschließlich in Düsseldorf im Register stehen. Umstritten ist, was gilt, wenn das geändert wird. Wenn also der Geschäftsführer entscheidet, wir verlegen unser Büro von Bonn nach Berlin, ob er dann die Gesellschafter fragen muss oder nicht. Aber auch das interessiert uns nicht wirklich sehr. Deshalb ignorieren wir diesen Punkt mal. Das hier ist jetzt wirklich wichtiger.
nämlich der Gegenstand des Unternehmens. Und das fängt recht harmlos an. Gegenstand des Unternehmens sind die Herstellung und der Vertrieb von vergoldeten Paprikaschoten, was immer das auch sein mag. Ja? Die Gesellschaft ist berechtigt, alle dem Gesellschaftszweck dienenden Geschäfte zu tätigen. Sie kann Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann gleichartige oder ähnliche Unternehmen oder sonstige Unternehmen, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks dienen, gründen und erwerben, sich an solchen beteiligen oder deren Vertretung jeder Rechtsform übernehmen, sowie Unternehmensverträge abschließen. Sie ist berechtigt, die Geschäftstätigkeit auch durch Tochter, Beteiligungs- und Gemeinschaftsunternehmen auszuleben und so weiter und so fort. So sieht das in Verträgen typischerweise aus. Sie sind schon ganz geschockt, weil diese Klausel unendlich lang und geschwätzig ist. Wie kommt es dazu? Zunächst mal müssen Sie wissen, was ist überhaupt der Unternehmensgegenstand? Der Unternehmensgegenstand gibt an, wie das Unternehmen den Gesellschaftszweck erreicht. Der Gesellschaftszweck ist das Fernziel. In den meisten Unternehmen ist er ganz einfach, Gewinnmaximierung. Wir wollen möglichst viele Gewinne machen. Das ist der Gesellschaftszweck. Der Unternehmensgegenstand ist, wir wollen diese Gewinne machen, indem wir Massagen anbieten, indem wir Paprikaschoten in Gold eintunken. Das ist unser Mittel, um möglichst viel Gewinne zu machen. Das kann man frei auswählen. Den Unternehmensgegenstand müssen Sie in der Satzung angeben, den Gesellschaftszweck nicht. Und der Unternehmensgegenstand wird konkret abstrakt beschrieben. Das klingt schon nach einem Oxymoron, so nach widersprüchlichem Ausdruck. Die Idee dahinter ist aber, dass es konkret insoweit ist, als das Feld eingegrenzt wird, aber nicht jede einzelne Tätigkeit benannt wird. Insofern wird das Feld wieder abstrakt beschrieben innerhalb der konkreten Begrenzung. Ja, bisschen schwierig, aber blöde formuliert. Warum müssen Sie es angeben? Wenn ein Geschäftsführer etwas machen will, was nicht unter den Unternehmensgegenstand fällt, überschreitet er seine Befugnis im Innenverhältnis und macht sich schadensatzpflichtig. Andererseits, ein Geschäftsführer, der in einem Bereich tätig ist, der nicht zum Unternehmensgegenstand gehört, kann nicht gegen ein Wettbewerbsverbot verstoßen. Das heißt, das Ganze entscheidet, was muss der Geschäftsführer machen und was darf er nicht machen. Und das bringt uns jetzt in die blöde Situation. Fasse ich ihn zu eng, kann der Geschäftsführer seine Pflicht nicht erfüllen, weil er dann nur ganz wenig darf. Er darf dann nur Tomaten grün anfärben oder keine Ahnung, was er macht. Ist es zu weit gefasst, kann der Geschäftsführer machen, was er will, unterliegt keiner Kontrolle mehr. Damit ist die Gesellschaft für den Markt untragbar und damit ist das Ganze unzulässig. Das wird hergeleitet auch wieder aus einer Analogie zum Aktienrecht, nämlich aus 23 Absatz 3 Nummer 2, wo drin steht, dass das so konkret wie möglich bestimmt werden muss. Bei einer GmbH und Co. KG schreibt man einfach rein, die Gesellschaft beteiligt sich als persönlich haftende Gesellschaft an der sowieso GmbH und Co. KG, deren Gegenstand wiederum sowieso ist. Das heißt, man verweist auf den Gegenstand der Kommanditgesellschaft. Und bei einer Vorratsgesellschaft schreibt man hin, die Gesellschaft verwaltet ihr eigenes Vermögen. Weiß jeder, was eine Vorratsgesellschaft ist? Nein. Weiß irgendjemand, was eine Vorratsgesellschaft ist? Nö. Ja? Das ist eine Gesellschaft, die gegründet wird, ohne dass sie selbst ein Unternehmen betreibt. Und zum Beispiel, wenn für Übernahmen anderer Transaktionen irgendeine Gesellschaft gebraucht wird, dass man die nicht erst gründen muss, weil das dauert ja ein paar Wochen, bis das Ding eingetragen ist. Dann kann man die einfach übernehmen. Ja. Normalerweise, wenn Sie morgen eine GmbH bräuchten, würden Sie das nicht hinkriegen, weil Sie müssten erstmal zum Registergericht gehen. Erst müssen Sie zum Notar gehen, den Vertrag schließen, dann das Kapital einzahlen, dann zum Registergericht gehen, dann dauert das nochmal 2 Wochen in Düsseldorf und dann haben Sie die GmbH erst. Dann ist aber möglicherweise Ihre Chance schon vertan und es ist alles zu spät. Deshalb können Sie eine fertig hergestellte GmbH kaufen, die sozusagen in der Schublade liegt. Dann wird nur der Gesellschafter ausgetauscht. Vorher gehörte die GmbH Anwaltskanzlei sowieso, jetzt gehört die Ihnen. Das heißt, es wird nur diese eine Änderung gemacht. Und das geht innerhalb von einer Sekunde. Da haben Sie innerhalb von einer Sekunde eine GmbH. Zweite praktische Bedeutung ist, wenn Sie zum Beispiel eine SE gründen wollen. Weiß jeder, was eine SE ist? Nö. Ja, Societas Europaea, Europäische Aktiengesellschaft.
Die können Sie nicht einfach so gründen, sondern brauchen Sie zwei Unternehmen aus verschiedenen Mitgliedstaaten, die Sie wiederum verschmelzen können. Dann können Sie geschickt hingehen und eine deutsche GmbH fertig kaufen zu Ihrer italienischen und die beiden werden dann zu einer SE. Also das geht. Sie können da diese Vorratsgesellschaften kaufen gegen einen festen Betrag und haben innerhalb von einer Minute eine GmbH. Na, nicht eine Minute, Sie müssen zum Notar laufen, aber wenn Sie beim Notar gewesen sind, haben Sie eine GmbH. Ohne Register, ohne alles. Und diese Gesellschaften haben halt keine eigene Tätigkeit, die sitzen einfach nur da und liegen in der Schublade, damit irgendjemand sie kaufen kann. Meistens heißen die so Fortuna 1, 2, 3, 4, 5 bis Fortuna 256. Und wenn jemand erwirbt, wird halt der Name geändert auf das, was man haben möchte. Das gibt es. Können Sie mal nachgucken im Unternehmensregister www.unternehmensregister.de. Wir haben aber eben gesehen, es beschränkt sich nicht auf diesen einen Satz da oben, Vertrieb von vergoldeten Paprikaschoten, sondern es kommt dieser ganze Kladderadatsch in Absatz 2 und Absatz 3 dazu. Absatz 2 nennt man eine sogenannte Förderungsklausel. Die Idee ist, dass man das Ganze um Geschäfte, die mittelbar dem Unternehmenszweck dienen, ergänzt. Deshalb alle dem Gesellschaftszweck dienenden Geschäfte zu tätigen. Das erfasst zum Beispiel, wenn die sagen, wir kaufen eine Goldmine, weil wir die ja vergolden wollen, brauchen wir Gold. Also das Geschäft, eine Goldmine zu kaufen, wäre auch noch vom Unternehmensgegenstand gedeckt. Oder eine Paprikaschotenfarm. Oder vielleicht ein Paketversendungsunternehmen, was Paprikaschoten verschickt. All das würde darunter fassen. Absatz 3 ist diese Sache mit den Konzernen. Normalerweise muss die GmbH ihre Aufgaben selber erfüllen, persönlich. Aber Sie wissen, heutzutage ist das gar nicht so üblich. Heute will man das Risiko streuen auf möglichst viele. Ja, keiner will allein die Verantwortung tragen, das ist so ein menschliches Phänomen. Daher streut man das Risiko. Deshalb erwirbt die GmbH eine andere, die zum Beispiel irgendwo in China arme Menschen beschäftigt, die die Dinger verpacken müssen oder die möglicherweise in Nicaragua die Paprika anbaut oder möglicherweise in Ecuador das Gold abbaut. Und die erwirbt die und die GmbH selber macht nichts anderes, als diesen Tochtergesellschaften Weisungen zu erteilen. Zu sagen, ihr macht das, ihr macht das, ihr macht das und wir vermarkten euer Produkt. Und das gewährleistet der dritte Absatz. Die Gesellschaft muss es nicht selber machen, sondern die kann ihre Aufgaben delegieren auf Tochterunternehmen. Das heißt, ich muss nicht selber machen, ich kann es machen lassen. Und das erlaubt diese Konzernierungsklausel. Sie sehen auch, was möglich ist, ist eine sogenannte Abhängigkeitsklausel, die wiederum sagt, die Gesellschaft kann ihr Unternehmen auch als abhängige Gesellschaft im Sinne von 17 Aktiengesetz führen. Wenn Sie mal sich in 17 Aktiengesetz angucken, ist da definiert, was Abhängigkeit bedeutet, nämlich, jetzt muss man doch nachschlagen, das Aktiengesetz ist in der Nähe des GmbH-Gesetzes in Schönfelder. So als kleiner Tipp, ganz in der Nähe, eins davor. Was heißt Abhängigkeit? Ja? Also abhängig ist man, wenn man beherrscht wird von einem anderen Unternehmen. Ja. Und das bedeutet, wenn man sich jetzt Paragraph 2 anschaut, üblicherweise, dass die Stimmmehrheit haben. Ja. In der Tat, in der GmbH ist es so, man ist abhängig, wenn es ein Unternehmen gibt, was die Stimmenmehrheit hat. Jetzt fragen Sie sich, warum schreibt man sowas in den Vertrag rein? Dazu machen wir einen einfachen Test. Stellen Sie sich vor, wir haben eine GmbH und wir haben vier Gesellschafter, nennen wir sie A, B, C und D. Jeder von denen hat 25% der Anteil. Damit müssen sich die vier keine großen Sorgen machen. Jetzt geht aber der fiese A hin und erwirbt erstmal alle Anteile des B. Wie ist dann die Stimmverteilung? Einfach. 50 für A,
0 für B, 25 für C und 25 für D. Ja? Und jetzt kommt das Schlimme, geht die A noch hin und kauft sich einen einzigen Anteil von C. Dann ist die Aufteilung 51 für A, 24 für C und 25 für D. Jetzt denken Sie sich, na und, jetzt hat er tolle Zahlenspiele gemacht. Warum kann das Ganze möglicherweise für D, der bei der ganzen Sache gar nicht gefragt worden ist, ein Problem ergeben? Warum kann der D sich möglicherweise ärgern, der immer noch ein Viertel hält? Das kann ihm doch eigentlich egal sein, wer seine Mitgesellschafter sind. Ja? Ja? Die Grundsatzentscheidung in der Tat im GmbH-Recht wie im Aktienrecht immer mit Dreiviertelmehrheit. Aber jetzt sagen wir mal, der A hat ja nur 51%. Wenn der C nicht mitspielt, dann fällt das ja nicht hin. Aber warum sind schon 51% für Sie ein Problem als Gesellschafter? Überlegen Sie mal, wenn der A nebenbei noch ein anderes Unternehmen betreibt. Sagen wir, er hat nebenbei eine Goldmine in der Sahara. Was wird der A möglicherweise tun mit seinen 51%? In der GmbH, anders als in der AG. Was könnte er tun? Ja? Er könnte die einbringen, ja, aber das will er vielleicht nicht. Was kann er mit 51% der Geschäftsanteile tun? In der Tat, er kann mit den 51% einen Beschluss der Gesellschaftsversammlung herbeiführen, wo er die Mehrheit hat, dass der Geschäftsführer ab sofort immer bei seiner Goldmine kaufen soll. Warum ist das für den D ein Problem, wenn der solche Anweisungen erteilt? Das kann ihm ja auch erstmal egal sein. Warum kann das für D ein Problem sein, wenn der A anfängt, solche Weisungen zu erteilen? D also schlecht, weil seine Gesellschaft oder die Gesellschaft, an der er Anteil hat, ein schlechtes Geschäft macht. In der Tat, unser D lebt nur davon, dass er eine Beteiligung an der GmbH hat. Wenn die GmbH also weniger Gewinn macht, geht das im Nachteil des D. Unser A, dem ist es egal, ob er die Gewinne macht in dem Bergwerk oder in der GmbH. Das ist ihm völlig egal. In beiden Fällen profitiert er. Also kann er die Gewinne hin und her schieben, so wie es ihm gefällt. Der D ist ihm hilflos ausgeliefert. Wenn das Bergwerk so hohe Kosten verursacht, Pech. Wenn die GmbH pleite geht, Pech. Das geht alles zu Lasten des D. Der A kriegt sein Geld auf jeden Fall. Und deshalb, sagt man, ist der Wechsel von einem freien Unternehmen, wo alle mitentscheiden können, in ein Unternehmen, wo einer einfach alleine entscheidet und die anderen nur noch abnicken dürfen, eine Zweckänderung. Der Zweck der Gesellschaft ist gemeinsame Gewinnmaximierung und hier ändert der Zweck sich zur Maximierung für den beherrschenden Gesellschafter. Und eine Zweckänderung geht nur, wenn alle zustimmen. Da reicht nicht die Dreiviertelmehrheit, da brauche ich 100% Mehrheit. Wenn ich so eine Klausel in meine Satzung reinschreibe, habe ich es aber vorher schon vorgesehen, dann brauche ich keine 100% Mehrheit mehr, weil der Zweck ja schon so ist, dass es abhängig sein kann. Das heißt, diese Klausel bewirkt, dass man einfach so die Macht ergreifen kann und keiner was dagegen sagen darf. Ohne die Klausel ist man geschützt, weil die Einflussnahme zum eigenen Nutzen wäre eine Zweckänderung. Die GmbH ist kein Sklave, die GmbH ist eine Gemeinschaft, wo alle grundsätzlich erstmal gleichberechtigt sind. Viele Gesellschaften haben diese Klausel, weil man sich das offen halten will, dass irgendwann mal einer die Macht an sich reißt und das auch, halt auch in Kauf genommen wird. Andere Gesellschaften wehren sich dagegen, weil die sagen, genau das gilt es zu verhindern.
Das ist der Unternehmensgegenstand. Ja? Also nochmal, Gesellschaftszweck, wollen wir Gewinne machen, der Welt was Gutes tun, kostendeckend arbeiten oder was auch immer. Unternehmensgegenstand, wie machen wir Gewinne, indem wir XY machen, indem wir Dienstleistungen anbieten, indem wir Produkte anbieten. Ja? Sie haben eine Frage? Ja, ich habe mich gerade gefragt, warum das nicht, wenn man nicht so eine Klausel drin hätte. Ja. Wenn ein Gesellschaft dann nur zu seinem eigenen Vorteil handeln würde, der gegen den Vorteil der Gesamtgesellschaft gehen würde. Ja. Die Treupflicht hat gewisse Grenzen. Es würde dagegen verstoßen, wenn man die Treupflicht so weit ausgestaltet, dass man sagt, das ist hier wirklich nur ein in die Tasche greifen. Er könnte es einfach nicht hingeben, das Geld sich direkt machen. Aber da es hier Austauschverträge sind und wir sagen, er kauft vielleicht ein bisschen teurer ein oder ähnliches, ist es noch kein Verstoß gegen die Treupflicht. So niedrig sitzt die Treupflicht nicht, dass man sagen kann, bei dem Level ist schon alles böse. Weil sonst ja jede Geschäftsführungsmaßnahme intensiv kontrolliert werden müsste und so dicht darf das Netz nicht sein. Denn sonst ist die Mehrheit auch nicht wert, wenn ich sozusagen nicht mal so eine Weisung erteilen darf. Nur in dem Moment, wo ich sozusagen zu viel mache und da stetig Einfluss nehme, da ist es dann halt eine Entmachtung der anderen und die verlieren wiederum ihr Recht. So, Stammkapital ist relativ harmlos. Da schreiben Sie einfach eine Zahl rein, 25.000 oder mehr. Sie können da 100 Milliarden reinschreiben. Dann kommt der schwierige Teil, Sie müssen auflisten, wer von diesem Stammkapital wie viele Anteile zu welchem Wert kriegt. Ja? Das kommt dann namentlich rein, bemerkenswerterweise. Allerdings nur in die Gründungssatz, danach können Sie da rausstreichen, wenn die einmal eingezahlt sind. Aber am Anfang müssen Sie das da reinschreiben. Jetzt steht hier 10.000 Anteile zu je 1 Euro. Warum macht man nicht einen Anteil zu 10.000 Euro? Denn Sie können die Anteilshöhe beliebig festsetzen, zwischen einem Euro und unendlich. Warum macht man üblicherweise so kleine Anteile wie in diesem Fall? Ja? Leichter handelbar. Wenn so klein die Anteile sind, desto kleiner kann ich die auch verkaufen und präziser. Also wenn der Herr Schulz sich da zum Beispiel 5.000 Euro trennen möchte, So ist es. Wenn Sie einen Anteil teilen wollen, ist es ein recht aufwendiges Verfahren. Wenn Sie dagegen einzelne Anteile verkaufen, geht das normalerweise ganz einfach beim Notar. Das heißt, der Verkauf eines einzelnen Anteils ist einfach eine notarielle Beurkundung. Die Aufteilung bedarf der Zustimmung der Gesellschafterversammlung und das ist sehr aufwendig. Das heißt, Sie machen es von vornherein so klein wie möglich, um sich flexibel zu halten. Es ist recht selten, dass man da höhere Beträge als 1 Euro hat. Bei alten Gesellschaften hat man die, weil früher war halt mindestens 100 D-Mark und deshalb ergab sich halt schon automatisch ein höherer Beitrag. Ja, Sie sehen auch hier, die Geschäftsanteile sind in Geld zu leisten. Wir haben darüber gesprochen letzte Woche, es gibt Sacheinlagen oder Bareinlagen. Das müssen Sie hier in der Satzung regeln. Und die zweite Regelung, werden mit der Gründung in voller Höhe fällig. Wir haben auch gesehen, Sie müssen nicht von vornherein den vollen Betrag einzahlen, sondern wie viel müssen Sie einzahlen bei Bareinlagen? Paragraph 5. Dann Paragraph 7. Ja? Ja, jeder ein Viertel, aber es muss mindestens ein Teil des Mindestkapitals. Genau. Jeder muss nur ein Viertel einzahlen, es muss aber mindestens die Hälfte des Mindestkapitals. Wie viel ist das Mindestkapital in unserem Beispiel hier? Mal so als Test. Wie hoch ist das Mindestkapital? Wie viel müssen die insgesamt hier einzahlen, wenn es diesen Absatz 3 nicht gäbe? Ja? 12.500. Ja. 12.500, es kommt nicht auf das vereinbarte Stammkapital an, sondern auf das gesetzliche, das heißt die Hälfte von 25.000, das sind 12.500. Wie viel müssen die denn pro Person einzahlen, wenn ein Viertel eingezahlt werden muss, bei diesen 10.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, wie viel muss der 10.000 Mensch einzahlen?
wenn er nur seinen Mindestbetrag einzahlen müsste. Ein Viertel von 10.000. Ja, und wie viel die anderen jeweils? 1.250. Und was kommt da raus? 4 mal 1.250 plus 2.500. Na? Also, was stellen wir fest? Würden Sie damit hinkommen? Nein. Frage, wer muss dann mehr zahlen? Antwort, das kann man frei regeln. Einer muss halt mehr einzahlen. Wir können die ausknobeln. Die Bezifferung muss in Euro sein. Es muss ein glatter Eurobetrag sein. Es kann nicht abhängig von irgendwelchen externen Bedingungen sein. Es kann nicht inflationsbereinigt sein oder irgendwas. Es steht da ein fester Betrag, irgendwie x Euro, mindestens 25.000 Euro. Egal wie viel Geld die eigentlich brauchen, selbst wenn die sich jetzt eigentlich Sachen anschaffen müssen, werte von 100.000, reichen 25.000. Es gibt keine Pflicht, ein angemessenes Stammkapital festzusetzen. Das definiert nicht umfassend den von den Gesellschaften aufzubringenden Betrag, denn sie können sich im Innenverhältnis zu höheren Beträgen verpflichten. Ich kann also mehr einzahlen müssen als das Stammkapital. Warum sollte man das machen? Ganz einfach, damit das nicht von vornherein gebunden ist. Außerdem können sich Gesellschafter Darlehen gewähren und sie können Eigenkapital erbringen, ohne dass es sich in Geschäftsanteilen widerspiegelt. Auch das ist zulässig. Es gilt Gestaltungsfreiheit. Die Geschäftsanteile müssen auch mindestens auf 1 Euro lauten, einen vollen Eurobetrag haben, und die Summe aller Geschäftsanteile muss das Stammkapital ergeben. Wenn ich da zu wenig oder zu viel habe, muss ich das eine oder das andere anpassen. Logisch, weil es halt wie ein Kuchen ist, der in verschiedene Kuchenstücke aufgeteilt wird. Sie haben eben gesehen, diese Fälligkeitsregelung. Wenn es eine solche Fälligkeitsregelung nicht gibt, müssen die Beiträge eingefordert werden von der Gesellschafterversammlung durch Beschluss 46 Nummer 2. Die Gesellschafter beschließen, dass der Rest, der noch nicht bezahlt worden ist, eingefordert wird. Alternativ hat man auch die Möglichkeit, den Geschäftsführern diese Befugnis zu geben oder den Gesellschaftern oder einzelnen Gesellschaftern das Ganze formlos zuzuweisen. Wichtig ist die Fälligkeit, wie Sie vielleicht alle wissen, für die Verjährung. Verjährung tritt nicht vor Fälligkeit ein und die Fälligkeit tritt erst mit Einforderung ein. Das heißt, Sie können theoretisch die GmbH über Jahrzehnte mit 12.500 Euro betreiben. Und irgendwann dann werden die restlichen 12.500 eingefordert. Das können Sie also aufschieben, 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 aufschieben. Versprechen alleine reicht. Schwierig sind Sacheinlagen. Sacheinlagen setzen erstmal voraus, dass deutlich wird, was die Sacheinlage sein soll. Das heißt aber nicht, dass es so bestimmt ist, dass es im Sinne von 929 reichen würde. Es reicht, wenn Sie sagen, ich bringe ein 100 Flaschen Wasser. Dann weiß jeder, was Sie einbringen wollen. Ich bringe ein 5 LKWs. Es reicht nicht, wenn Sie schreiben, ich bringe ein irgendwas, was so viel wert ist, sondern es muss erkennbar sein, was. Es muss aber nicht so bestimmt sein, dass es eine Sache ist, die man sofort erkennen kann. Das Ganze muss dann bewertet werden. Wenn es falsch bewertet wird, besteht eine Differenzhaftung nach § 9. Außerdem nach § 82 sogar eine Strafbarkeit, wenn man das vorsätzlich gemacht hat. Außerdem kann es zur Verweigerung der Eintragung führen. Bemerkenswert ist, man sollte auch die Nebenabreden, zum Beispiel, ich bringe mein Pferd ein, das Pferd soll jeden Tag gefüttert und gestriegelt werden, dann kann man das direkt im Gesellschaftsvertrag regeln. Auch das ist eine mögliche Regelungstechnik. Und man muss nicht im Gesellschaftsvertrag einen Sachgründungsbericht erstellen. Der Sachgründungsbericht muss von allen Gesellschaftern unterschrieben werden. Das heißt, die Gesellschafter bestätigen damit, dass die Bewertungsmethode angemessen ist und dass die Ausgangswerte hier also zum Beispiel
das, was dafür bezahlt worden ist oder was ein Sachverständiger für schätzt, angemessen sind. Der Sinn dahinter ist, dass jeder Gesellschafter, der das Mittel bestätigt, auch möglicherweise auf ersatzhaftet, Differenz, oder sich strafbar machen kann nach 82. Toll, Sie sehen, wenn Sie das in eine Satzung reingeschrieben haben, kommen Sie mit diesen drei Paragraphen hin und haben eine GmbH wirksam gegründet. Was können Sie sich merken? Paragraph 3 enthält eine abschließende Liste des Mindestinhalts. Nummer 1 wird konkretisiert durch Paragraph 4, Nummer 2 wird konkretisiert durch Paragraph 4a, Nummer 3 wird konkretisiert durch Paragraph 5 Absatz 1 und Nummer 4 wird konkretisiert durch Paragraph 5 Absatz 2. So einfach ist GmbH-Recht, die müssen immer nur einen Paragraphen weiterlesen. Unternehmensgegenstand ist nicht Gesellschaftszweck. Unternehmensgegenstand muss so verständlich sein, dass der Rechtsverkehr weiß, was macht diese GmbH eigentlich. Erweiterung durch Konzernklausel und die mittelbare Tätigkeit sind im Verkehr üblich. Und last but not least, Stammkapital ist das geschützte Kapital des GmbH-Rechts. Es gibt aber möglicherweise noch andere Finanzierungsquellen. Gut, das war der einfache Teil. Das ist der Pflichtinhalt. Aber Pflichten sind ja nicht so spannend wie die Kür. Und wir gucken uns jetzt mal an, was kann man noch regeln. Und einen ersten Hinweis gibt uns § 3 Absatz 2, der nämlich zwei Regelungen nennt, die Beschränkung auf eine gewisse Zeit und andere Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft. Fangen wir mit dem einfachen Teil an. Wie sieht eine Regelung zur Zeit aus? Die meisten Gesellschaftsverträge sagen, die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Sie können aber schreiben, die Gesellschaft endet am 01.01.2019 und dann wird sie an diesem Tag automatisch aufgelöst. Ohne dass Sie irgendwas tun müssen, an dem Tag wird die aufgelöst. Die zweite Regelung, die Sie hier sehen, ist Geschäftsjahr. Wofür braucht man ein Geschäftsjahr? Frage ich Sie jetzt mal so als alte Fachleute hier. Was ist ein Geschäftsjahr? Ja. Das hat eine Bedeutung für den Jahresabschluss. Das hat eine Bedeutung für den Jahresabschluss. Der Jahresabschluss zeigt nämlich die Entwicklung des Unternehmens in einem Jahr. Und dieses Jahr wird immer von Anfang des Geschäftsjahres zum Ende des Geschäftsjahres. Wir können auch sagen, die Eröffnungsbilanz des kommenden Jahres ergibt sich aus der Schlussbilanz des vorherigen Jahres. Was steht denn jetzt im nächsten Satz mit einem Rumpfjahr? Was ist denn ein Rumpfjahr? Das klingt irgendwie so ein bisschen wie abgeschnitten und behindert. Gesellschaft zum Beispiel jetzt im August 2015 gegründet hat und aber trotzdem möchte, dass das Geschäftsjahr am 21.10.2015 endet, dann ist das das Rumpfjahr, weil es halt kein ganzes Geschäftsjahr. So ist es, weil man hat halt nur für 4 Monate. Das heißt, man kann nur für 4 Monate eine Bilanz erstellen, eh zum Stichtag, einen Gewinn- und Verlustrechnung erstellen, das heißt, ihr erfasst nur Gewinne und Verluste in diesem Zeitraum, damit man danach in den Jahresrhythmus reinwächst. Ja, gucken wir weiter. Es kommt hier so Werbeeinblendungen, toll. Befristungen bedeuten, wenn gesagt wird, die Gesellschaft endet am 01.01.2019, dann wird die Gesellschaft automatisch zu diesem Tag aufgelöst. Sie können das auch anhand von objektiven Kriterien festmachen. Zum Beispiel, sie endet 3 Wochen nach Pfingstmontag 2016. Dann kann man halt gucken, wann Pfingstmontag 2016 ist. Es muss also nicht das Datum da stehen, es reicht, wenn das Datum erkennbar ist. Zum Beispiel am Montag in der 6. Kalenderwoche oder am 1. Montag im November. Das kann man feststellen und das reicht. Genauso wie in 286 Absatz 2 BGB. Sie können sogar eine Bedingung einbauen. Die Gesellschaft hört auf zu existieren, wenn Deutschland in Krieg mit Syrien eintritt. Das können Sie reinschreiben. Wenn Deutschland im Krieg mit Syrien ist, hört ihr an dem Tag sofort auf zu existieren. Das ist eine zulässige Bedingung. Das ist keine Befristung, was nicht sicher ist. Befristungen sind bei sicheren Sachen, Bedingungen sind bei unsicheren Sachen. Oder Sie können sagen,
Die Gesellschaft hört auf zu existieren, wenn ein Krebsheilmittel entdeckt wird. Das können Sie da reinschreiben und das gilt dann. Wenn ich sage, die Gesellschaft hört auf zu existieren, stimmt das nicht ganz. Denn was passiert, wenn eine GmbH aufgelöst wird? Was bedeutet Auflösung, wie immer im Gesellschaftsrecht? Ja? So ist es. Die Gesellschaft wandelt sich von einer sogenannten werbenden Gesellschaft in eine Liquidationsgesellschaft. Das heißt, es wird nur noch Schulden befriedigt und dann der Rest verteilt. Das heißt, es wird erstmal alles abgewickelt und dann kriegen die Gesellschafter ihr Geld zurück. Die Gesellschafter können es aber in diesem Stadium noch retten. Sie können nämlich einen Fortsetzungsbeschluss fassen. Sie können den Zweck also wieder zurückändern und sagen, wir wollen doch weitermachen. Das heißt, trotz Auflösung kann man es nochmal retten, aber ansonsten ist es automatisch beendet. Das ist alles nicht so spannend. Gucken wir uns was Spannenderes an, nämlich Nebenleistungspflichten. Nebenleistungspflichten kennen Sie vielleicht alle aus dem Schuldrecht. Das meint hier was ganz Ähnliches. Die einzige Leistungspflicht im GmbH-Recht ist die Erbringung der Einlage. Mehr müssen Sie nicht tun. Alles andere sind Treupflichten. Sie können aber vereinbaren, zum Beispiel eine Geschäftsführungspflicht. Stellen Sie sich vor, Sie gründen eine Gesellschaft mit einem Top-Manager. Dieser Top-Manager, der hat Ahnung vom Business, der hat die Expertise, der weiß, wie es läuft. Der hat aber kein Geld. Der hat nur eine Einlage von 1 Euro. Mehr kann er nicht bringen. Sie haben Millionen auf Ihrem Konto liegen, das wissen wir ja. Und Sie sagen, ich will da groß investieren. Dann können Sie mit dem eine GmbH gründen. Er bringt 1 Euro ein und Sie bringen 1 Million Euro ein. Das Problem an der Sache ist, da hat er eine Stimme, Sie haben 1 Million Stimmen. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Deshalb können Sie sagen, jeder von uns kriegt 50% der Stimmrechte, obwohl du nur einen Anteil kriegst. Das dürfen Sie machen, weil Stimmrechte sind frei regelbar. Sie können weiterhin aber auch sagen, was wichtiger für Sie ist, ich möchte gerne, dass dieser Top-Manager dann auch in meiner GmbH bitte die Geschäfte führt. Denn wenn der schon da ist, dann soll er gefälligst auch was tun für sein Geld. Der hat zwar kein Bargeld eingebracht, aber jetzt kann er tätig werden. Dann können Sie in die Satzung reinschreiben, der Gesellschafter Müller verpflichtet sich, für 10 Jahre als Geschäftsführer der GmbH tätig zu werden. Das ist eine Nebenleistungspflicht, die ist dann auch einklagbar. Wenn er es nicht macht, können Sie Vertragsstrafen verhängen oder ähnliche Dinge mit ihm treiben. Das Spiegelbild dazu ist das Wettbewerbsverbot. Sie können sagen, dieser brillante, junge, dynamische Topmanager soll nicht bei der Konkurrenz arbeiten. Das können Sie auch reinschreiben. Sie möchten, dass er in keine anderen Unternehmen investiert. Der soll nur für Sie tätig sein. Also eine Art Leibeigenschaft. Auch das können Sie im Gesellschaftsvertrag regeln. Kartellrechtlich ist das deshalb zulässig, weil das eine sachbezogene Nebenbestimmung ist. Und dann sagt man, das geht immer, dass so Wettbewerbsverbote innerhalb von Arbeitsverhältnissen oder Gesellschaftsverhältnissen gehen, solange die fortbestehen. Spannend sind jetzt die nachvertraglichen. Dann, was haben wir noch? Gebrauchsüberlassung. Damit ist vor allen Dingen gemeint, Sie haben ein großes Auto und Ihr Freund hat 1 Million auf dem Konto. Dann gründen Sie eine GmbH und Sie bringen 1.000 Euro ein und Ihr Freund bringt 24.000 Euro ein und Sie vereinbaren, dass für die GmbH dieses Auto als Dienstwagen genutzt werden darf. Dann ist das keine Einlage, es ist einfach nur eine Verpflichtung und auch diese Verpflichtung muss eingehalten werden, damit die GmbH zum Beispiel ihre Pizzen, wenn sie ein Pizzataxi betreiben, aktiv betreiben kann, brauchen sie ein Fahrzeug und das stellen sie zur Verfügung. Aber sie bringen es nicht ein, es bleibt ihr Eigentum, sie leihen es der GmbH nur, solange es die gibt. Praktisch bedeutsamer ist im Patentrecht, sie erlauben der GmbH, geben der GmbH eine Lizenz für ihre brillante Erfindung oder für ihre Marke, oder für Ihre irgendwelche Designs, was auch immer Sie da gerne einbringen wollen. Was mit Patenten und Marken und Autos geht, geht auch mit Geld, das nennt sich Darlehen. Sie können sich verpflichten, der GmbH ein zinsloses Darlehen zu geben für einen Zeitraum von X. Auch das kann man im Gesellschaftsvertrag regeln.
Die sehen also, es gilt Vertragsfreiheit, sie können solche Pflichten im Gesetzesvertrag vereinbaren. Das praktische Problem bei der ganzen Sache ist allerdings, dass diese Pflichten dann auch grundsätzlich der Zustimmung aller Gesellschafter bedürfen, wenn sie ergänzt werden sollen. Das heißt, diese Pflichten können Sie nicht gegen den Willen der Gesellschafter einführen. Sie können niemandem was verpflichten, was er nicht will, er muss also aktiv zustimmen. Da reicht nicht Dreiviertelmehrheit und sagen, haha, du musst uns dein Auto geben, sondern derjenige muss selber zustimmen. Das Ganze muss zudem so bestimmt sein, dass für den Leser erkennbar ist, was geschuldet ist. Es reicht also nicht, dass man eine Generalklausel macht, der muss tun und lassen, was wir wollen. Die Klauseln, die zum Beispiel unwirksam waren, waren die Klausel, der Gesellschafter A muss das Unternehmen mit Rat und Tat unterstützen, weil keiner weiß, was heißt mit Rat und Tat unterstützen, das ist irgendwie Quatsch. Dann dasselbe gilt auch, er muss dieses mit Finanzmitteln unterstützen. Naja, in welcher Höhe denn und bis zu welcher Grenze und in welcher Form? Und ebenso durch Sicherheiten. Sicherheiten kann ja alles heißen, von der Grundschuld bis zur Bürgschaft, das ist auch Quatsch. Wenn Sie das Gesetz durchblättern, gibt es da keine Regelungen für den Verstoß gegen solche Nebenleistungspflichten. Das heißt, welche Regeln gelten dann, wenn es keine gibt im GmbH-Recht? Verstoß gegen Nebenleistungspflichten. Woran denken Sie da? Ja? Ja, das allgemeine Schuldrecht, 280 folgende BGB. Wichtig, ein Rücktritt geht nicht im GmbH-Vertrag, weil das würde das Treueverhältnis zerstören, ist auch kein gegenseitiger Vertrag. Aber Sie können Schadensersatz verlangen, wenn der seine Pflichten nicht erfüllt. Das Problem bei Schadensersatz ist allerdings immer, worin liegt der Schaden? Und das müssen wir dann beziffern. Deshalb hat man üblicherweise Vertragsstrafregeln und sagt, wenn du deine Pflicht nicht erfüllst, dann musst du x Euro bezahlen. Flat. Wenn du uns ein Auto nicht gibst, zahlst du 1 Million Euro. Dann überlegen Sie sich das gut und bringen lieber das Auto. Es gibt eine weitere Sanktion, die deutlich härter ist, das ist die Einziehung. Wo steht was zur Einziehung im GmbH-Gesetz? Ah, das ist eine gute Frage. Einziehung. Jetzt kommt die Windows-Werbung. Ja? Ja, in Paragraph 34 und da steht drin, die Einziehung von Geschäftsanteilen darf nur erfolgen, soweit dies im Gesetzesvertrag zugelassen ist. Und was ist jetzt die Einziehung? Was stellen Sie sich darunter vor? Was stellen Sie sich vor unter Einziehung? Keine Vorstellung? Ja? Mhm. Wir haben vorher Anteile im Wert von 1 Million Euro. Mhm. Wenn das jetzt ein Kapital von 100.000 Euro aufgesetzt ist, dann kann er nicht das Anteil von 1 Million haben. Mhm. Ja, Einziehung bedeutet im Wesentlichen, dass die Geschäftsanteile verfallen. Das heißt, sie fallen an die Gesellschaft. Und das Problem ist, dann entfällt natürlich auch die Einlagepflicht. Das heißt, die muss wieder zurückgewährt werden oder er muss eine Abfindung kriegen. Das heißt, grundsätzlich wird so getan, als hätte es diese Anteile nie gegeben. Wenn Sie gucken, steht in § 34 Absatz 3, die Bestimmung in § 30 Absatz 1 bleibt unberührt. Das bedeutet,
durch diese Maßnahmen darf das Vermögen der GmbH nicht unter das Stammkapital fallen, was im Gesellschaftsvertrag steht. Das heißt, die GmbH muss genug Geld haben, dass sie nach dem Ankauf ihrer eigenen Anteile noch das Stammkapital erreicht hat. Sonst geht eine Einziehung nicht. Das heißt, die Einziehung bedeutet, wir nehmen dir deine Beteiligung weg. Du hast deine Nebenpflicht nicht erfüllt und fliegst dafür raus. Üblicherweise als eine Frist gekoppelt. Nach Fristsetzung kann derjenige aus der GmbH ausgeschlossen werden. Das gucken wir uns aber in ein paar Wochen nochmal sehr genau an. Das sind noch die einfachen Nebenleistungspflichten. Es gibt noch eine Steigerung in der GmbH und das ist die Nachschusspflicht. Sie können in der GmbH eine Nachschusspflicht vereinbaren. Das wird Sie hoffentlich alle überraschen, aus zwei Gründen. Das ging nämlich bisher in keiner Gesellschaft, die Sie kennengelernt haben. In der Aktiengesellschaft ziemlich offensichtlich nicht. Stellen Sie sich vor, die Telekom hätte eine Klausel in der Satzung, wo drin steht, jeder Aktionär muss auf Anforderung Geld nachschießen. Das käme nicht so gut. Aber selbst in der BGB-Gesellschaft oder der OHG ist das ausgeschlossen. Warum kann man in der BGB-Gesellschaft keinen Nachschuss verlangen? Wo steht das? Es gibt eine Regelung, die ausdrücklich sagt, keinen Nachschuss in der BGB-Gesellschaft. Die auch in der OHG gilt übrigens. Ja? 707 BGB. Ja, 707 BGB. Zur Erhöhung des vereinbarten Beitrags oder zur Ergänzung der durch Verlust verminderten Einlage ist ein Gesellschafter nicht verpflichtet. Sie haben zwar eine Außenhaftung gegenüber den Gläubigern, aber die GbR hat keinen Anspruch gegen ihre Gesellschafter. In der GmbH ist es noch viel deutlicher, wenn Sie sich § 13 GmbH-Gesetz angucken, steht da, die Gesellschafter haften nicht. Oder, um es in den Worten des Gesetzes zu sagen, für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet den Gläubigern derselben nur das Gesellschaftsvermögen. Trotzdem sieht das GmbH-Gesetz ausdrücklich die Möglichkeit vor, eine Nachschusspflicht zu vereinbaren in § 26. Der Gesellschaftsvertrag kann bestimmen, dass die Gesellschafter über die Nennbeträge hinaus die Einforderung von weiteren Einzahlungen, Klammer auf, Nachschüssen beschließen können. Ja, die können also sagen, wir brauchen mehr Geld, bitte zahlt nach. Das ist keine Kapitalerhöhung. Es verändert nicht das Stammkapital. Es wird einfach nur Geld reingetan, was die GmbH dann wieder ausgeben kann. Die Kapitalziffer bleibt unverändert. Die Nachschusspflicht kann beschränkt werden, sie kann aber auch unbeschränkt sein. Sie können eine GmbH gründen, wo es möglich ist, unbeschränkt Geld nachschießen zu müssen. Solange die Verluste machen, müssen sie immer wieder nachzahlen. Der einzige Unterschied zu einer OHG ist, sie haften nicht gegenüber den Gläubigern, sondern sie haften nur im Innenverhältnis und auch nur dann, wenn sie beschließen, dass nachgeschossen werden muss. Es gibt also keine unbegrenzte automatische Nachschusspflicht, sondern nur ein Recht zu beschließen, dass Nachschüsse gefordert werden. Wie sieht so eine Klausel aus? So. Die Gesellschafterversammlung kann durch Beschluss mit einer Mehrheit von 3/4, Sie können theoretisch auch eine einfache Mehrheit vorsehen, wenn Sie Spaß dran haben. Die Einforderung von weiteren Einzahlungen bis zu einem Gesamtbetrag von 100.000 Euro mit der Maßgabe schließen, dass die Nachschüsse von den Gesellschaftern, den Gesellschaftern, nach dem Verhältnis ihrer Geschäftsanteile zu zahlen sind.
Die Nachschüsse werden zudem im gesellschaftsbezeichneten Zeitpunkt fällig, frühestens jeder zum Ende des jeden Kalendermonats und so weiter und so fort. Die Fälligkeit, auch hier wieder, muss bestimmt sein, damit man weiß, ab wann hier Verzug eintreten kann und ab wann möglicherweise Schadensersatz oder andere Maßnahmen ergriffen werden können. Das kann man in Gesellschaftsverträge reinschreiben. Die Praxis lehrt uns, das gibt es nie. Ja, das ist ganz toll. Wenn Sie das mal nachlesen wollen, finden Sie das in Paragraphen 26 bis 28 GmbH-Gesetz. Aber die praktische Relevanz dieser Möglichkeit läuft gegen Null, weil die meisten Unternehmen kein Interesse daran haben, so ein Garantiekapital aufzubauen. Das dient natürlich dem Gläubigerschutz, weil wir sagen, wir können notfalls noch mal ein bisschen nachholen. Anders als beim Stammkapital ist es nicht gebunden, das heißt, man kann es auch wieder rausholen, wenn man es eingezahlt hat. Aber die Praxis sagt, das wollen wir nicht. Auch hier, wenn Sie sowas einführen wollen, muss jeder zustimmen, weil jeder möglicherweise auch dafür haftet. Das heißt, Sie können nicht einfach so sagen, wir machen mit der Dreiviertelmehrheit eine Satzungsänderung, führen sowas ein. Da muss jeder Einzelne zustimmen. Das Ganze geht nur auf Geld. Sie können nicht sagen, es wird eine Sacheinlage erbracht, sondern es wird immer nur Geld nachgezahlt. Das Ganze braucht immer einen Beschluss im Einzelfall, keinen Vorratsbeschluss. Und das Ganze muss so präzise gefasst sein, dass es auch einklagbar ist. Das heißt, es muss ein genauer Betrag da stehen und nicht irgendwas mit angemessen oder irgendwie. Es muss sofort erkennbar sein. Das sind alles noch die unspektakulären Sachen, weil die selten vorkommen. Was sehr häufig vorkommt, sind Klauseln zur Vinkulierung. Vinkulierung kennen Sie alle aus Paragraph 15. Paragraph 15 sagt Ihnen nämlich, Sie können die Veräußerung von Geschäftsanteilen an die Zustimmung der Gesellschaft knüpfen. Das heißt, Sie können verhindern, dass jemand anderes die Anteile wirksam erwirbt. Ja? Zur Nachschlusspflicht. Warum ist die vereinbart worden? Warum steht im Gesetz, was war der Zweck der Norm? Bei der OHG ist es nicht möglich, bei der AG ist es nicht möglich, bei der GmbH kann es vereinbart werden. Aber warum? Was war der Vorteil, den man sich davon erhofft hat? Man sagte, es kann sein, dass eine GmbH als unseriös gilt im Vergleich zu einer OHG. Bei der OHG habe ich eine unbeschränkte Außenhaftung, bei einer GmbH habe ich nur die Haftung der juristischen Person und sonst nichts. Und diese Nachteile, die dadurch im Geschäftsverkehr entstehen, kann ich sozusagen reduzieren, wenn ich meinen Gläubigern offenlegen kann und sagen kann, hier, wir haben die Möglichkeit, Nachschüsse einzufordern. Unser Vermögen ist also nicht auf das begrenzt, was wir haben, sondern wir haben die Möglichkeit, nochmal aufzustocken. Und das steigert die Seriosität im Verhältnis zu den Gläubigern und kann dann möglicherweise sagen, okay, ich schließe den Vertrag mit dir ab, obwohl du keine OHG bist, sondern nur eine GmbH. Das heißt, Sie müssen sich überlegen, wir reden hier vom Ende des 19. Jahrhunderts. Es gab nur die Wahl Aktiengesellschaft oder OHG. Was Drittes gab es nicht. Und da hat man gesagt, wo positionieren wir die GmbH? Und da haben wir gesagt, oder nicht wir, sondern hat der Kaiser gesagt, ja, Kaiser Wilhelm hat gesagt, machen wir doch den Mittelweg und sagen, die Leute sollen selber entscheiden, ob sie eine unbeschränkte Nachschusspflicht wollen oder nur auf eine feste Ziffer haften, ist doch deren Sache. Und das war dann das Ergebnis, dass man diese Regelung aufgenommen hat. Dass die Praxis sozusagen damit zurechtgekommen ist, dass Unternehmen beschränkt haften, war damals keineswegs sicher. Dass irgendwie hier Kiosk um die Ecke eine GmbH ist, das hätte vielleicht im 19. Jahrhundert keiner akzeptiert. Weil die sagen, der Handwerker, der nicht mit seinem guten Namen und seinem Vermögen einstehen will, ist unseriös. Wir haben uns sozusagen zurückentwickelt oder weiterentwickelt, wie man es auch sagen will. Wir vertrauen nicht mehr auf Haftung, wir vertrauen auf irgendwas, auf Bewertungsportale im Internet. So müssen Sie sich das vorstellen. Man könnte auch sagen, die Regelung ist antiquiert. Einziehung habe ich eben schon gesagt. Wenn Sie die Möglichkeit haben wollen, Leute, die zu Querulanten geworden sind oder sonst zur Last loszuwerden, müssen Sie eine Regelung schaffen, die Ihnen erlaubt, die Geschäftsanteile einzuziehen. Für die Leute, die Familie und Erbrecht total spannend finden, auch dazu brauchen Sie üblicherweise Regelungen. Das fängt schon an mit 1365 BGB, Verfügung über das Vermögen im Ganzen. Sie wollen nicht,
dass bei wichtigen Entscheidungen immer der Ehegatte mitmischt. Wenn jemand nur einen GmbH-Geschäftsanteil hat, dann kann es passieren, dass bei jeder Entscheidung der GmbH immer nochmal der Ehegatte drüber gucken muss und sagen muss, finde ich okay, ich willige ein oder ich willige nicht ein. Das wollen Sie nicht, also müssen Sie dafür Vorkehrungen schaffen. Nachfolgeregelungen. Was passiert, wenn ein Gesellschafter stirbt? Da können Sie sagen, wir möchten nicht jeden erben, den der uns vorsetzt, sondern wir wollen da eine Genehmigungsmöglichkeit haben. Da Sie aber, wenn Sie den Paragraphen 15 lesen, vinkulieren können nur bei Veräußerungen und nicht bei Erbfällen, müssen Sie da eine eigene Regelung zu schaffen. Und dann die ganz tolle Regelung der gemeinsamen Vertreter. Das betrifft vor allen Dingen Familienunternehmen. Stellen Sie sich vor, Ihr Papa ist der Chef von Haribo. Ja? Haribo, und das ist eine GmbH. Und Sie haben da 20 Geschwister. Und alle wollen irgendwie was sagen. Und alle hauen sich die Köpfe ein. Dann kann man sagen, alle von der ersten Ehefrau bilden eine Gruppe, alle von der zweiten Ehefrau bilden eine Gruppe, und die dürfen ihre Stimmen immer nur einheitlich abgeben und kriegen einen gemeinsamen Vertreter vorgesetzt. Und der Vertreter stimmt dann ab für die Kinder von Ehefrau 1 und darf für alle Kinder von Ehefrau 1 nur einheitlich abstimmen. Und der Vertreter 2 stimmt für die Kinder von Ehefrau 2 und darf für die auch nur einheitlich abstimmen. Und das spart ihnen den ganzen Stress und den ganzen Ärger, weil die müssen ihren Vertreter sozusagen irgendwie anweisen. Wenn die ihn nicht anweisen, enthält er sich halt und sie haben überhaupt keinen Stress. Sie haben eine Gesellschaftsversammlung mit 3 Leuten und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist zulässig. Es gilt keine Demokratie in der GmbH. Dann, GmbH ist auch für die ganz Kreativen. Sie können einen Beirat, einen Aufsichtsrat, einen, was weiß ich was für einen Rat schaffen, Beratungsrat. Das ist völlig frei. Sie können da ganz neue Sachen sich erfinden, müssen nur sagen, was sollen die eigentlich machen. Sie können sagen, wer macht was im Verhältnis zu wem. Die einzige Vorgabe ist, im Außenverhältnis vertritt immer der Geschäftsführer und die Satzungskompetenz bleibt bei der Gesellschaftsversammlung. Alles andere können Sie irgendwo hinschieben, irgendjemandem zuweisen. Da gilt weitgehende Vertragsfreiheit. Seien Sie kreativ, lassen Sie sich was Tolles einfallen. Sie können auch wie im Aktiengesetz Zustimmungsvorbehalte einführen. Sagen, wenn der Geschäftsführer X machen will, muss der uns vorher fragen. Entweder die Gesellschaftsversammlung oder den Aufsichtsrat. Sie können auch sagen, was muss jemand, der bei uns Geschäftsführer werden will, tun, sein, können. Wenn Sie sagen, wir wollen nur Frauen, schreiben Sie rein, Geschäftsführer darf nur sein eine Frau. Punkt. Und dann darf kein Mann als Geschäftsführer bestellt werden, bis Sie diese Satzung geändert haben. Schreiben Sie rein, Geschäftsführer darf nur sein, wer Moslem ist, dann darf kein Katholik und kein Protestant als Geschäftsführer bestellt werden, sondern der muss Moslem sein. Das kann ja durchaus sinnvoll sein, wenn Sie der Förderverein der Moschee XY sind, dass dann irgendwie jetzt nicht hier der Papst auf einmal Ihr Geschäftsführer wird. Last but not least können Sie Berichtspflichten schaffen, das heißt, dass der Vorstand in bestimmten Abständen Informationen automatisch von sich aus weitergeben muss und können dann genau sagen, welche Informationen kriegt wer zu welchem Zeitpunkt. Was wir in der Realität finden, ist eher harmlos. Wir finden nämlich irgendwie so ein Laberzeugs. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so sind jeweils 2 von ihnen gemeinschaftlich oder einer von ihnen gemeinschaftlich einen Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft befugt. Das nennt man gemischte Gesamtvertretung, kennen Sie vielleicht noch von der OHG, da haben wir sogar ausdrücklich geregelt in 125 HGB. Hier sehen Sie aber einen wesentlichen Unterschied zum GmbH-Gesetz, denn wie wird eine GmbH normalerweise vertreten, wenn sie mehrere Geschäftsführer hat? Eine GmbH hat 5 Geschäftsführer, wie wird sie vertreten, wenn nichts im Gesellschaftsvertrag steht? Ja. So ist es. Die GmbH wird grundsätzlich gemeinschaftlich durch alle Geschäftsführer vertreten. Das ist in der AG genauso. Wenn eine AG einen 5-köpfigen Vorstand hat, müssen alle 5 die AG gemeinsam vertreten.
Aber auch in der AG kann man abweichen und die meisten Satzungen weichen ab. Möglich ist auch Einzelvertretung. Sie können sagen, jeder vertritt alleine. Das sehen Sie hier auch. Hat die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Das ist ziemlich offensichtlich, dass das gehen muss. Denn die Gesellschaft muss in der Lage sein, allein durch ihre Organe aufzutreten. Die Gesellschafterversammlung kann einem oder mehreren Geschäftsführern die Befugnis zur Einzelvertretung der Gesellschaft erteilen. Das ist auch möglich. Dann haben Sie also sozusagen eine Vorbehaltsklausel, die ohne Satzungsänderung Ihnen ermöglicht, die Vertretungsbefugnis auszutauschen. Wichtig ist, die Vertretungsbefugnis muss im Handelsregister eingetragen werden, denn sonst kann sie Dritten nicht entgegengesetzt werden. Das heißt, da müssen Sie immer im Register anmelden und eintragen lassen. Das ist eine wichtige Regelung. Die Gesellschafterversammlung kann ein oder mehrere Geschäftsführer ganz oder teilweise von 181 BGB befreien, denn 181 BGB gilt selbstverständlich auch für Geschäftsführer und da steht drin, der Geschäftsführer kann sich selber keine Verträge abschließen. Wenn Sie eine Ein-Mann-GmbH haben, wo der Gesellschafter auch gleichzeitig der einzige Geschäftsführer ist, das ist ziemlich offensichtlich, der möchte ja gerne vielleicht mal sein eigenes Gehalt bezahlen dürfen und das dürfte er nicht, wenn er nicht von 181 BGB befreit ist. Das heißt, diese Befreiung ist sehr wichtig und wenn Sie in das Musterprotokoll mal reinschauen, in der Anlage, dann sehen Sie, das Musterprotokoll sieht genau das vor. Ja, also diese Befreiung ist im Musterprotokoll als Standardvorgabe vorgesehen, weil der Gesetzgeber sagt, das ist der praktische Regelfall bei kleinen GmbHs. Dann wissen Sie vielleicht, im Aktienrecht kann man wochenlang über Hauptversammlung reden. Da gibt es ganz viele Paragraphen von 118 bis irgendwo 127 und auch noch 131 ist auch noch. 135 ist auch noch, aber irgendwo bei 140 dürfte es enden. Das heißt, da gibt es viele Paragraphen. Wenn Sie im GmbH-Gesetz gucken, gibt es zur Gesellschaftsversammlung ganz, ganz wenig. Das fängt bei 45 an und bei 51 ist von Schluss. Das heißt, da steht nicht viel drin und deshalb müssen Sie den Ablauf der Gesellschaftsversammlung regelmäßig regeln. Und zum Beispiel regelt man da üblicherweise, dass es einen Versammlungsleiter gibt. Und das ist eine typische Regelung, man sagt, bis der gewählt ist, leitet der Älteste, weil man sagt, der Älteste und Weiseste, vor dem haben alle Respekt. Und danach wird einer gewählt und dann kann der Gewählte entscheiden. Und die Aufgaben des Versammlungsleiters sind sehr wichtig, denn er entscheidet über die Art der Abstimmung und er entscheidet vor allen Dingen über die Beschlussfähigkeit und ob ein Beschluss zustande gekommen ist. Diese Feststellung ist deshalb wichtig, wie wir noch sehen werden, weil nur bei festgestellten Beschlüssen können Sie eine Anfechtungsklage erheben. Ohne Beschlussfeststellung können Sie nichts dagegen machen. Ne? Ja, Sie sind nicht im Aktienrecht. Aktienrecht ist viel, viel einfacher. Sie sind im GmbH-Recht, das ist total schwierig. Ich habe Ihnen schon gesagt, Anfechtungsklage, Sie können das ganze GmbH-Gesetz von § 1 bis § 82 durchlesen. Sie werden nicht zur Anfechtungsklage finden. Weil im GmbH-Gesetz gibt es keine Möglichkeit, fehlerhafte Beschlüsse geltend zu machen. Und die Rechtsprechung wendet da so ein bisschen irgendwie vielleicht die aktienrechtlichen Regelungen entsprechend an. Aber eigentlich ganz, nur die Gedanken und so die Grunderwägungen und deshalb ist alles sehr schwierig. Und weil Sie da Rechtssicherheit schaffen wollen, wann ein Beschluss wirksam ist, können Sie das im Gesellschaftsvertrag regeln und zum Beispiel eine solche Regelung aufnehmen, die schlicht aufs Aktiengesetz verweist. Sie können also reinschreiben, es gilt das Aktiengesetz, Punkt. Wenn Sie das nicht reinschreiben, verlassen Sie sich darauf, dass das Rechtsprechungsrecht irgendwie zum richtigen Ergebnis kommt. Das kommt auch meistens dazu, aber das versteht kein Mensch. Zur Stelle der Gesellschafter haben wir schon gesehen, die Nebenleistungs- und Nachschusspflichten. Ganz häufig hat man auch noch Verschwiegenheitspflichten und Wettbewerbsverbote. Verschwiegenheit ist offensichtlich, du sollst nicht ausquatschen, was wir dir an Gesellschaftsgeheimnissen erzählen. Wettbewerbsverbote ist auch klar, du sollst keine Konkurrenz machen. Man hat mitunter aber auch Regelungen, die beschränken die Vertretung auf der Gesellschaftsversammlung, nämlich auf Anwälte und Steuerberater, die zur Geheimhaltung verpflichtet sind, oder auf andere Gesellschafter.
Der Grund dafür ist, man möchte nicht, dass da irgendwie ein Fremder sitzt und mit von dem gemeinsamen Spanferkel isst oder den gemeinsamen Wein trinkt. Weil so eine Gesellschafterversammlung, das ist eine ganz private, intime Veranstaltung, da sollen nicht Hinz und Kunz hinkommen. Anders als bei der Hauptversammlung, wo irgendwie jeder eine Wurst kriegt. Verschwiegenheitsklausel zum Beispiel so, man darf Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, die in Eigenschaft als Gesellschafter zur Kenntnis gelangt sind, insbesondere über Bilanzen etc., nicht Dritten gegenüber mitteilen. Diese Verpflichtung besteht auch nach Ausscheiden fort. Das ist zulässig, weil es kein Kartellverstoß ist, es verhindert nicht den Wettbewerb, sondern schützt nur die Geschäftsgeheimnisse, die auch nach der deutschen Rechtsordnung 17 folgende UWG absoluten Schutz genießen. Vertretung, habe ich Ihnen auch gesagt, jeder Gesellschafter kann sich vertreten lassen durch einen Dritten, Sie können auch reinschreiben durch einen anderen Gesellschafter, das beschränkt also die Vertretungsmöglichkeit. Wichtig ist der zweite Satz, der Nachweis der Vertretung muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht erfolgen. Wenn Sie das nicht da reinschreiben, haben Sie ein Nachweisproblem, denn der Gesellschafter oder der Vertreter muss ja irgendwie seine Vertretungsmacht nachweisen können. Da könnte ja jeder kommen und sagen, ich vertrete. Und dazu hätten Sie sonst keine Befugnis, deshalb schreibt man sowas rein. Dann haben wir noch so tolle Regelungen wie Mehrheitserfordernisse. Das kennen Sie alle. Bestimmte Beschlüsse müssen mit einer Mehrheit von 80% gefasst werden. Der Verkauf unseres Grundstücks in Bonn-Bad Godesberg geht nur, wenn 80% zustimmen, weil das unser Traditionshaus ist. Höchststimmrechte und Mehrstimmrechte bedeutet, Sie können eine Regelung aufnehmen, wo drin steht, ein Gesellschafter darf unabhängig von der Beteiligung maximal 50% der Stimmrechte haben. Damit können wir natürlich das Problem, was ich Ihnen eben geschildert habe, verhindern. Wenn Sie sagen, jemand hat 90% der Anteile, er darf aber nur mit 50% abstimmen, ist das völlig zulässig. Sie können also sagen, maximal so und so viele Stimmen, egal wie viele Anteile er hat. Mehrstimmrechte heißt, Sie können mit einem Geschäftsanteil 50 Stimmen haben oder 100 Stimmen oder 1000 Stimmen, auch das ist zulässig. Ein Geschäftsanteil gewährt nicht zwingend eine Stimme, er kann so viel gewähren, wie Sie reinschreiben. Gewinnverteilung und Ausschüttung bedeutet, Sie können reinschreiben, der sowieso bekommt immer zuerst sein Geld und der sowieso zuletzt. Oder der sowieso, der zwar nur Anteile in Höhe von 1 Euro hat, kriegt 80% der Gewinne und die anderen kriegen die restlichen 20%. Es gilt Gestaltungsfreiheit. Dasselbe auch bei der Auflösung. Sie können sagen, bei Auflösung geht das ganze Geld an A, an die Caritas und wir kriegen nichts. All diese Regelungen können Sie reinschreiben. Last but not least können Sie aber auch Sonderrechte gewähren. Sie können Leute sozusagen Rosinen schenken. Ja? Sie gehen hin und sagen, du bist unser Schatz und kriegst ein Sonderrecht. Und das wichtigste Sonderrecht ist das Sonderrecht, Geschäftsführer zu sein. Sie können sagen, der Gesellschafter X ist Geschäftsführer Kraft Sonderrechts. Aus diesem Sonderrecht folgt eine Verpflichtung zur Geschäftsführung als Nebenpflicht. X kann nur aus wichtigem Grund abberufen werden. Das Sonderrecht geht auf Rechtsnachfolge seiner Beteiligung nicht über. Das soll bedeuten, er hat einen Anspruch darauf, Geschäftsführer zu sein. Und man kann ihn gegen seinen Willen nur loswerden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Egal, ob 75% dafür sind, sein Recht kann ihm nicht entzogen werden. Jetzt sagen Sie, Moment, 75%. Die können doch die Satzung ändern und dann streichen die einfach diesen Paragraphen raus. Die Antwort darauf gibt Ihnen Paragraph 35 BGB und 35 BGB gilt auch im GmbH-Recht. Warum? Ja. Weil die GmbH eine Körperschaft ist, genau wie der Verein. So ist es. GmbH und Aktiengesellschaften sind ebenso wie der Verein Körperschaften des Privatrechts
Und die Regeln des BGB sind die allgemeinen Regelungen für alle Körperschaften des Privatrechts und die gelten auch für GmbH und Aktiengesellschaft, soweit da keine besonderen Regelungen existieren. Und für 35 gibt es keine besondere Regelung. Und Sie sehen, das Wichtige hierbei ist, Sonderrechte können nicht ohne Zustimmung des Betroffenen beeinträchtigt werden. Das heißt, immer wenn man es ihm wegnehmen will, muss er selber zustimmen. Das heißt, er hat ein sicheres Recht, was ihm keiner wegnehmen kann. Neben der Variante, die Sie hier gesehen haben, können Sie es auch an den Anteil knüpfen. Sie können sagen, wer den goldenen Geschäftsanteil hat, darf immer Geschäftsführer sein. Egal wer es ist. Die Variante, die wir hier hatten, das haben Sie gesehen, ist gerade das Sonderrecht geht nicht über. Wenn Sie den Satz weglassen, hängt es am Geschäftsanteil. Das heißt, egal wer den Geschäftsanteil hat, der wird Geschäftsführer. Das können Sie so regeln. Neben dieser Variante Geschäftsführerstellung können Sie auch sagen, das ist eine Vorzugsaktie zum Beispiel. Die hat zwar kein Stimmrecht, aber die hat einen höheren oder einen bevorzugten Gewinnanteil. Das können Sie so in den Gesellschaftsvertrag reinschreiben. Und dann kann man diesen Vorzug nicht mehr wegnehmen, ohne dass derjenige selber zustimmt. Also, es gilt weitgehend Gestaltungsfreiheit. Zusammengefasst, Sie können in die Satzung fast alles reinschreiben, was Sie sich wünschen. In Bezug auf die Organisation sind interne Zuständigkeitszuweisungen durchaus möglich und die Geschäftsführung ist auch regelungsbedürftig, insoweit als Sie sagen müssen, wer entscheidet worüber. Zum Beispiel bei drei Geschäftsführern können Sie sagen, der eine ist zuständig für Finanzen, der andere für Personal und der dritte für alles andere. Das können Sie regeln. 181 BGB müssen Sie insbesondere bei Ein-Personen-Gesellschaften loswerden. In Bezug auf Anteile geht es vor allen Dingen um Verfügungsbeschränkungen, auch für Erbfall und Ehe. Und in Bezug auf die Gesellschafter geht es um Verschwiegenheitspflicht und Wettbewerbsverbot sowie Sonderrechte andererseits. Wir haben auch schon gesprochen, ganz am Anfang, über Nebenleistungspflichten. Zum Beispiel, ich muss denen mein Auto zur Verfügung stellen. Und Nachschusspflichten, die nur aus historischen Gründen noch existieren, die aber theoretisch die Attraktivität für Gläubiger steigern können. So, das waren die wichtigsten Sachen. Jetzt kommen wir noch zu den Sachen, die man oft in Satzungen findet, die aber relativ witzlos sind. Bekanntmachung. Bekanntmachungen haben Sie vielleicht gesehen im Aktienrecht, Paragraph 25 Aktiengesetz, wo drin steht, es gibt Gesellschaftsblätter. Die Parallelregelung zu Paragraph 25 Aktiengesetz ist Paragraph 12 GmbH-Gesetz. Und im Aktiengesetz steht ausdrücklich drin, Gesellschaftsblatt ist der Bundesanzeiger. Im GmbH-Gesetz steht noch drin, die Gesellschaftsblätter können durch die Satzung bestimmt werden. Auf jeden Fall ist es der Bundesanzeiger. Ja? Also wenn bei Ihnen Paragraph 25 Aktiengesetz noch einen zweiten Satz hat, dann haben Sie das Aktiengesetz nicht nachsortiert. Aha, Test. Gucken Sie mal nach. Hat er bei Ihnen mehr als einen Satz? Ha! Hat er mehr als einen Satz? Ja, sehen Sie. Aber der Satz 2 ist aufgehoben, den gibt es nicht mehr. So einfach ist das. So. Ja, erwischt. Wofür braucht man diese Bekanntmachung? Die Bekanntmachung braucht man für Fristberechnungen. Wenn Sie gucken, gibt es bestimmte Regelungen, wo Fristen eingehalten werden müssen. Zum Beispiel bei einer Kapitalherabsetzung haben Sie ein Recht, Ihre Forderung anzumelden und Sicherheit zu verlangen, innerhalb einer Frist, die ab der Bekanntmachung berechnet wird. Oder bei der Auflösung, wenn Sie einen Anspruch gegen die GmbH haben, haben Sie eine Frist, innerhalb derer Sie angemeldet werden muss und danach kann liquidiert werden. 30 Absatz 2, Rückzahlung von Nachschüssen. Wenn Nachschüsse eingefordert werden, dann greift hier auch wieder eine Frist.
Ebenso Änderung im Aufsichtsrat oder Nichtigkeitsklage, all das sind Fristen, die knüpfen an Bekanntmachung an. Und da kommt es darauf an, an welchem Tag erschien es im Bundesanzeiger. Das sagt die Bekanntmachung aus. Die praktische Bedeutung, früher schrieb man da immer rein, es wird bekannt gemacht in der Bäckerblume oder im Generalanzeiger Bonn. Dann konnte man halt danach lesen, die sowieso GmbH hat einen neuen Aufsichtsrat. Heute macht das keiner mehr, weil diese Bekanntmachung hat nie jemand gelesen und deshalb reicht das im Internet unter bundesanzeiger.de. Eine ganz beliebte Regelung, die Sie übrigens auch im Gründungsprotokoll wiederfinden, in so einem Musterprotokoll am Ende, ist die Regelung, die Gesellschaft trägt die Kosten der notariellen Beurkundung und der Eintragung in das Handelsregister sowie die sonstigen Gebühren der Gründung bis zu einer Höhe von höchstens 3.000 Euro. Wo kommt diese Regelung her? Hä? Die Idee ist, grundsätzlich kann die GmbH ja schon vor ihrer Eintragung Geschäfte machen. Aber das böse Registergericht könnte dann sagen, wir haben festgestellt, euer Stammkapital ist gar nicht verfügbar, das habt ihr alles schon ausgegeben. Und deshalb würde es die Eintragung der GmbH verweigern. Diese Regelung stellt sicher, dass die GmbH ihre Gründungskosten tragen kann, aber trotzdem bei der Gründung das Stammkapital hat. Da dadurch die Gesellschafter von einer Verbindlichkeit befreit werden, ist das steuerrechtlich eine verdeckte Gewinnausschüttung. Steuerrechtlich deshalb, stellen Sie sich vor, wenn die GmbH hingeht und sagt, wir zahlen deine Schulden, lieber Gesellschafter, und die Gesellschafter waren ja beim Notar und haben damit die Gebühren verursacht, zahlt die Gesellschaft an die Gesellschafter Geld aus. Das ist eine vermögenswerte Leistung. Das wäre steuerrechtlich ein Problem, aber es ist zulässig, wenn es Gründungsaufwand ist. Und der Gründungsaufwand orientiert sich an dem Stammkapital praktischerweise wieder in der Praxis. Und dann sagt man, bis zu 10% des Gründungsaufwandes können steuerrechtlich begünstigend geltend gemacht werden. Und daher kommt diese Höchstgrenze von 3.000 Euro. Wenn Sie eine GmbH mit 30.000 gründen, sind 10% 3.000 und das ist dann steuerrechtlich noch okay. Wenn Sie höhere Beträge machen und sagen, der Gründungsaufwand beträgt 15.000 von 25.000, dann müssten Sie das beim Finanzamt anmelden und müssten das dann bei sich als Einkommen versteuern. Und das wäre ungünstig für Sie, weil Sie zahlen es dann und müssen nochmal versteuern. Das ist irgendwie für Sie blöde. Deshalb sparen Sie sich das. Die Frage ist dann noch, was Gründungskosten sind. Gründungskosten sind erstmal die Kosten des Notars, des Gerichts und der Veröffentlichung. 1,50 Euro Veröffentlichung, das kriegen Sie auch hin. Umstritten ist, ob Gründungsaufwand auch die Kosten für den Steuerberater oder den Anwalt sind, die Ihnen diese Satzung gemacht haben. Denn diese Satzung machen Sie nicht mal eben im Schlafzimmer oder irgendwie per Internet, sondern da geht man normalerweise zu jemandem, der Ahnung hat und der macht Ihnen das. Und die Frage ist, können Sie das auch schon aus Kosten der GmbH bezahlen? Oder gibt es einen Meinungsstreit? Die einen sagen, nein, das ist ja noch vorgelagert, bevor die Gründung erfolgt ist und kann deshalb nicht geltend gemacht werden. Und die anderen sagen, alle Tätigkeiten, die zur Geschäftsaufnahme geführt haben, sind Gründungsaufwand und können damit berücksichtigt werden. Je nachdem, wen Sie fragen, kommen Sie zum einen oder zum anderen Ergebnis. In der Praxis hat es dazu geführt, dass man immer der pessimistischsten Ansicht folgt und sagt, die Anwälte und Ähnliches werden nicht von der GmbH bezahlt, sondern die müssen aus eigener Tasche finanziert werden. Das ist aber steuerrechtlich begünstigt, weil es halt Gründungsaufwand ist. Dann kommen wir zu einer komischen Klausel. Viele GmbHs haben so eine Regelung, die nämlich sagt, alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden Vereinbarungen zwischen den Gesellschaftern oder zwischen Gesellschaft und Gesellschafterren bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit nicht Kraft Gesetzes eine notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist. Das gilt auch für einen etwaigen Verzicht auf das Erfordernis der Schriftform. Die einfache Frage ist, welchen Sinn hat dieser zweite Satz? Das gilt auch für einen etwaigen Verzicht auf das Erfordernis der Schriftform. Warum steht dieser Satz da? Das kennen Sie hoffentlich alle aus BGB AT. Wie nennt man eine solche Einschränkung? Warum macht man die? BGB AT, kein Gesellschaftsrecht. Ja?
So ist es. Man sagt, man kann eine Schriftform durch konkludente Erklärung wieder aufheben und dann kann man darauf wieder aufbauen. Weil die Schriftform ja auch aus dem Nichts entstanden ist, es gibt keine Schriftform-Erfordernis für die Schriftform und damit kann ich die wieder aufheben. Das nennt man eine qualifizierte Schriftformklausel, ist in der Praxis sehr relevant, insbesondere auch im Arbeitsrecht, für die Leute, die gerne Arbeitsrecht machen wollen irgendwann mal. Haben wir falschen Schwerpunkt gewählt, aber schadet ja nichts. Aber die Frage ist, welchen Sinn hat diese Klausel? Denn welche Form braucht der Gesellschaftsvertrag, wie wir gesehen haben, nach § 2 GmbH-Gesetz? Absatz 1. Ja, steht drin, notarielle Beurkundung. Ja. Wofür brauchen wir denn noch diese Schriftformklausel, wenn wir notariell beurkunden müssen? Denn die Klausel sagt ja, soweit nicht Kraftgesetz eine notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist, ist ja, haben wir gerade gesehen. Also warum schreiben die Leute diese Klausel da rein? Welche Fälle sollen damit geregelt werden? Ja, in der Tat, das soll das sogenannte satzungsergänzende Nebenrecht erfassen. Gesellschafterverträge zum Beispiel, wir üben unsere Stimmen immer gleich aus, die sollen alle schriftlich gefasst werden. Oder Abreden wie, ich darf das GmbH-Auto nutzen, den Dienstwagen. All das soll schriftlich gefasst werden, um das zu dokumentieren, aus Beweisgründen. Das heißt, diese Klausel dient letztendlich dem Beweis und soll damit der GmbH die Geschäftsführung erleichtern. Dann haben wir noch diese Klausel, die sogenannte salvatorische Klausel. Falls einzelne Bestimmungen dieser Satzung unwirksam sein sollten oder die Satzung Lücken enthält, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen werden die Gesellschafter diejenige wirksame Bestimmung vereinbaren, welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung entspricht. Im Fall von Lücken werden die Gesellschafter diejenige Bestimmung in gehöriger Form vereinbaren, die dem entspricht, was nach Sinn und Zweck dieses Vertrages vernünftigerweise vereinbart worden wäre, hätte man die Angelegenheit von vornherein bedacht. Ja, warum schreibt man sowas da rein? Jetzt würde man wieder im BGB-AT sagen, ja, man will damit den 139 BGB vermeiden, der nämlich sagt, im Zweifel führt Teilnichtigkeit zur Gesamtnichtigkeit. Aber wir sind ja nicht im BGB-AT. Wenn Sie gucken, 75 GmbH-Gesetz, so einfach ist eine GmbH nicht nichtig. Damit eine GmbH nichtig ist, muss schon relativ happig was zusammenkommen. 139 BGB gilt im GmbH-Recht gerade nicht. Also warum schreibt man eine solche salvatorische Klausel da rein? Ja. Ja. Was sagt es denn die Regelung zu Lücken? Ist die Erkenntnis, diese Regelung ergibt, jetzt völlig überraschend, wo Sie jetzt sagen würden, da wäre ich nie drauf gekommen. Ja, wie geht die damit um? Was sind die Rechtsfolge für eine Regelungslücke? Normalerweise gilt dann das Gesetz. Ist das so? Ist das so, dass bei einer Regelungslücke im Zweifel automatisch das Gesetz gilt? Was tun Sie denn bei einer Regelungslücke? Ja. 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 Als erstes Mal betreiben Sie Auslegung.
Und zwar entweder erläutern, wenn Sie irgendwie in Legung weit auslegen können, passt das. Und wenn das nicht geht, machen Sie eine ergänzende Vertragsauslegung. Die ergänzende Vertragsauslegung hat Vorrang vor dem dispositiven Gesetzesrecht. Wenn Sie sehen, die Parteien wollten das so vereinbaren, dann müssen Sie das so handhaben als Rechtsanwender. Der Wille hat immer Vorrang vor dem Gesetz. Das dispositive Gesetzesrecht findet nur dann Anwendung, wenn Sie keinen Willen erkennen können. Oder der Wille unterschiedlich war. Also wenn es einen Dissens gibt, findet natürlich das Gesetz Anwendung. Aber wenn Sie einen übereinstimmenden Willen finden, dann können Sie den hypothetischen Willen vorrangig vor dem Gesetz berücksichtigen. Also bringt uns diese Regelung was? Das ist die Frage. Also das ist eine ganz häufige Regelung. Das werden Sie in der Praxis feststellen. Ganz viele Leute schreiben solche Regelungen nicht nur jetzt in Gesellschaftsverträgen, sondern die gibt es immer. Salvatorische Klausel ist ganz üblich. Selbst in AGB taucht die auf. In AGB brauchen wir sie erst recht nicht wegen 306 Absatz 1. Sie schafft auf jeden Fall Vertrauen, wenn sich das Abänderungskosten, wenn bei der Gründung irgendwas schieflaufen sollte, gering bleiben. Mhm. Zum Beispiel, wenn jetzt also wirklich bei der Gründung was schief geht, dann kann man sich andere große Rechtsstreitigkeiten sparen, weil man eine salvatorische Klausel hat. Das klingt gut. Kann man sich die Rechtsstreitigkeit sparen? Was wird im schlimmsten Fall passieren, wenn Sie jetzt lesen, die Rechtsfolge? Die Parteien vereinbaren das, was dem entspricht, was nach Sinn und Zweck des Vertrages vernünftigerweise vereinbart worden wäre. Welches Problem stellt sich dann, wenn es wirklich Streit gibt? Genau, was wäre vernünftigerweise vereinbart worden? Das heißt, vernünftigerweise kann ja wohl nur das gemeint sein, dann sagt, nein, nein, vernünftig wäre das ganz anderes. Und schon hat man wieder den Streit. Also, in der Tat, es gibt ein Gefühl der Rechtssicherheit, psychologisch. Man sagt, ach, wir haben daran gedacht und es kann nichts passieren. Rein praktisch bringen diese Klauseln gar nichts. Der Richter guckt da rein und sagt, das nützt uns nichts, weil da kein Kriterium drin ist oder dass ich subsumieren könnte. Was ist denn die vernünftige Regelung? Das kann er ja gar nicht beurteilen. Ja, damit wären wir heute auch durch. Nächste Woche, wie gesagt, ganz wichtig, sagen Sie es allen Ihren Freunden, es kommt der Rechtsvorstand der Deutschen Telekom AG und wird Sie hier begeistern. Und danach machen wir weiter mit dem Thema Gerichtsstand. Also, bis dahin.